Nina Kalmels ist 18, liebt Kino und Konzerte. Der Kulturpass kommt für sie wie gerufen. Wer wie die Hamburger Schülerin 2005 geboren wurde, erhält mit seinem digitalen Personalausweis 200 Euro Guthaben in der App. Doch am ersten Tag hakte bei einigen die Technik. Ich finde das Konzept vom Kulturpass erstmal super. Es hat nur bei mir nicht funktioniert, leider. Und ich habe auch von vielen anderen gehört, dass es bei denen auch nicht geklappt hat. Bei anderen wiederum schon. Muss man halt schauen. Aber ich finde, es war ziemlich kompliziert, dafür, dass es erstmal so einfach klang. Ob Kino oder Konzert. Mehr als 5000 Anbieter machen mit, bundesweit. Von der Notenbuchhandlung bis zum Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. In Hamburg etwa setzen viele Musikclubs auf den Kulturpass. Wir erhoffen uns, dass junge Leute wieder vermehrt zu Konzerten kommen. Gerade nach der Pandemie ist das besonders wichtig, wenn sie darüber hinaus auch noch Noten kaufen können und so weiter, sich für Musik begeistern können, finde ich das super. Vom Club bis zur Kunsthalle. Viele Kulturpartner sind dabei. Doch nicht jeder sieht das Angebot nur positiv. Manche bezweifeln, ob es tatsächlich alle 18-Jährigen erreicht. Es ist gut gemeint, aber ich glaube nicht, dass es sehr treffsicher ist. Denn junge Menschen entscheiden sich aus anderen Gründen als freiem Eintritt für oder gegen ein Museum. Und bildungsferne Schichten, da könnte man sagen, der Anmeldeprozess ist schon so, dass manche bildungsferne Schicht wahrscheinlich auf der Hälfte aufgeben wird. Die Kulturstaatsministerin sieht das anders. Um alle zu erreichen, lässt Claudia Roth die App vor allem digital bewerben, betont das vielfältige Angebot. Nach der für viele belastenden Pandemie will sie die gesamte Kulturbranche fördern, einerseits. Auf der anderen Seite haben auch junge Menschen massiv unter der Pandemie gelitten. Und für die soll der Kulturpass, das Guthaben von 200 Euro, so wirken wie so eine Art Interrail-Ticket in die Kultur rein, dass sie wieder inspiriert werden, rauszugehen. 750.000 junge Deutsche haben Anspruch auf die 200 Euro für ihre Kulturkasse. Vom Bund fließen dafür zunächst 100 Millionen Euro in die App. Ein attraktives Angebot für Nina Kalmels. Sie studiert schon mal das Kinoprogramm. In den nächsten Tagen probiere ich es auf jeden Fall noch mal mit der App. Ich hoffe, das klappt dann. Genau. Und wenn es klappen sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall Kinotickets damit kaufen, Poetry Slam Tickets, viele verschiedene Dinge. Der Kulturpass, ein Impuls für die Branche und ihr Publikum.